Scheiße, aber ich bleib jetzt einfach wach. So. Dann haben wir jetzt schon mal die Platten. Die, oh, die Maus. Dann packe ich die mal hier rein. Die Zombie Brains schmeiß ich mal weg. Braucht kein Schwein. Die Heads hebe ich mal auf. Könnte man noch gebrauchen. Pilze brauche ich auch nicht. Wo kommt der überhaupt her? Ja, wo kommt der denn her? Warum ruckelt das immer so, wenn ich aus dem Menü rauskomme, aus so einer Kiste? Quarzfieber, das brauche ich auf jeden Fall später noch. Packen wir erstmal hier rein, dann habe ich noch Redstone dabei. Das wegpacken, das geht immer so auf den Sack. Es wird Zeit für das ME-System, ohne Scheiß. Wo war ich denn jetzt überhaupt? Ach ja, Quarz, ME-Kabel brauchte ich. Und das heißt wiederum, ich brauche Charged Certus Quarz. Und Redstone. Und das, genau. Jetzt kann man das ganze Charged Certus Quarz auch verballern, weil jetzt kann man immer wieder Neues machen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich schmeiße einfach alles rein. Zack, da sind sie. 14 Stück. Und daraus machen wir jetzt erstmal ME-Kabels. 4 Stück, ne? Kann ich machen. Ne, 8 Stück sind das ja. Als habe ich das Ding hier reingepackt, ne? Ja. Das Quarzfieber. Flux Energy Collection. Wow. Habe ich zwar schon gemacht, aber egal. So. Ah, funktioniert sogar direkt. Ah, hier müssen wir wieder so ein... Ah, ne, da kommt ja vielleicht eh eine Maschine hin oder so. Mal gucken. Weiß ich noch nicht genau. So, jetzt kann ich hier die Kristalle reinmachen, die ich brauche. Und zwar wollte ich jetzt erstmal, was brauche ich denn jetzt? Den ME-Drive, ne? Drive-Dizer. Genau, den stelle ich daneben. Das ist Engineering Prozessor. Da brauche ich da Dias für schon. Oh nein. Ich muss erstmal Dias farmen, Leute. Ich würde mal sagen, ich gehe mal in die Farmwelt dann dafür. Ich kann immer noch nicht pennen. Scheiße. Egal, ich mache jetzt mein Inventar leer. Dann gehe ich in die Farmwelt und dann farmen wir mal eine Runde. Muss ja auch mal sein. Müsste aber auch relativ fix gehen mit meinem Hammer. Was kann noch weg? Was kann denn noch weg jetzt? Hm? Die Flints. Das hier. Das hier. Das kann auch weg, das auch. Wie ich immer ein Uranium-Ohr in der Tasche habe, ne? Einfach so. Achso, dieses Scheiß. Das hier brauche ich. Das kommt mit. So. Ab in die Farmwelt. Schnell! Oh, da kommt ein Baby-Zombie direkt an. Haha! So. Zack, ab in die Farmwelt. Waren wir da eigentlich schon mal drin? In der Aufnahme? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, das ist auf jeden Fall unsere Farmwelt. Waypoint hatte ich hier, ne? Hier bin ich auch schon mal gestorben an der Hexe. Ich habe mal erstmal direkt instant als Debuff Weakness. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt schon war. Jetzt zeige ich euch das jetzt alles nochmal. Wo war jetzt der Gang nach unten? Hä, wer hat denn das hier kaputt gemacht alles? Hier war doch so ein schöner Gang nach unten. Toll. Alles zerstört. Oder war das hier? Ich wollte jetzt eigentlich mal auf die Höhe gehen, weil hier hatte ich schon Dias gefunden. Ah, hier war es, genau. Hier war es. Hier habe ich mich schon nach unten gebaut. So, warte mal. Gehen wir mal auf Höhe. Sagen wir mal, grob geschätzt, 9. Ah ja, guck mal hier. Ah ja, stimmt, hier war ich. Genau. So, Höhe 10 bin ich jetzt hier. Okay, dann können wir mal hier ein bisschen rumgucken. Schnappen wir uns mal den Hammer. Und dann legen wir mal los. Ja.
Also der Hammer ist eigentlich dazu da, um so ein großes 3x3-Feld abzubauen. Das ist richtig cool. Und Fackeln habe ich jetzt natürlich auch nicht mit. Aber Holz. Das heißt, ich brauche Kohle schnell mal. Brauchen wir hier mal schnell Kohle. Weißt du, eine Kohle brauchst da oben. Ich glaube, der Hammer hat auch Fortune. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oh! Alter, ich dachte es gerade, ich bin runtergefallen. Das Emerald brauche ich jetzt aber gar nicht. Tier wäre jetzt wichtiger. Wie viel Kohle habe ich jetzt gekriegt? 5. Fünf Kohle. Reicht ja schon mal ein bisschen. Vielleicht finden wir noch unterwegs was. So. Wo waren das jetzt hier, ne? Oh, das ist die Feder am Ost verbrannt. Oh nein. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Monsters. Man kann natürlich auch so eine Mistcraft-Welt erstellen, wo keine Monster sind, aber ich habe halt random jetzt erstellt. Da ist auch keine Seite drin in der Welt hier. Die ist komplett random erstellt. Was ist das denn? Ah, Ferrus. Haben wir am Anfang so viel gesucht. Ach, guck mal, hier ist eine Node. Krass. Gib mal jetzt hier Dia, bitte. Sofort. Instant Dia, bitte. Da ist Kohle. Lol. Kohle? Fackel? Dann nehmen wir Martins Glücksspitzhacke. Ah, guck mal. Haben wir ja gleich genug Kohle. Jetzt nehmen wir auch ein bisschen mit. Kann ja nicht schaden. Eisen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Hier sind lauter Löcher im Boden drin. Das ist, weil das so eine Dungeon-Welt ist quasi. Das ist fast die ganze Welt besteht einfach nur aus einem Dungeon. Gibt aber auch eine Oberfläche. Ich weiß nicht, ob ich schon in Aufnahme gezeigt habe, wie gesagt. Aber ich war schon an der Oberfläche. Da hat man dann Hunger. Weakness. Mining Fatigue, glaube ich, hat man auch. Da sind die erst. Siehste. Haben wir schon mal 8 Stück, Alter. Richtig geil. Das auch noch Lapis, das habe ich glaube ich auch nicht mehr. Lapis kann ich auch brauchen. Gucken wir mal direkt auf der Höhe weiter. Hier ist Emerald. Und Kohle. Aber Kohle brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr. Reicht erstmal, was wir haben. Also Höhe 9 bis 10 so in dem Dreh ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es geht so schnell mit dem Hammer, dass ich immer vergesse, Fackeln zu setzen. Lol. Standbild. Ah, da ist es. Heftig. Er ist so schnell, der Hammer. Da kommt Minecraft gar nicht hinterher. Mal Lapis. Vielleicht ist der Hammer kaputt. Macht aber nichts. Da ist nochmal Dia, siehst du? Guck. Da wollen wir jetzt mal uns mal rüber. Hallo. Oh, erschreck mich doch mal richtig heftig, Alter. Boah, ich bin hier gerade voll am Rand so von Lava. Von den Lava her. Oh, das tut mir leid, Alter. 13 Dias habe ich schon, Martin. Boah. Geht richtig fix doch. Ja, mit meiner Pickaxe, ne? Ja, und habe auch direkt eine Dance-Ohr gefunden. Ne? Ja, das ist heftig. Jetzt haben wir jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann komme ich wieder zurück, weil das ist auch zu langweilig. Ah, der Hammer ist kaputt, achso. Habe ich gerade gewundert, was das für ein Geräusch war. So, den Hammer kann man einfach reparieren, indem man den in so eine Crafting Station legt und dann Steine drumherum platziert. Und das kann man natürlich mehrmals machen. Man kann auch Compressed Cobblestone nehmen. Das weiß dein Zuschauer schon. Weißt du, der weiß das? Mhm. So. Das haben wir jetzt erstmal erledigt, dann können wir noch ein bisschen suchen. Ja, Lapis habe ich auch gefunden, zum Glück. Ich hatte nämlich gar keins mehr. Ich musste mir letztens von, ich glaube von dir habe ich mir ein bisschen Lapis geholt, Martin. Oder von Tobi, weiß ich jetzt nicht. Wie
echt dreist, ne? Ich brauchte nur zwei Stück oder so. Ja, nur zwei. Als ich aufs Klo war. Du bist auf einmal wieder voll laut. Ich jetzt? Machen wir es aus, ist jetzt leiser. Besser? Ja. Hat sich aber ziemlich eklig angehört. Ja, das ist so. Oh, Alter, ist hier viele Kohle. Boah! Drei oder so. Boah! Ein Arsch voll ist das. Ein Arsch voll Kohle. Und vier Emeralds habe ich wieder gefunden. Also Emeralds Farm ist hier in der Farmwelt richtig easy. Voll geil. So, die nehme ich wieder mit. Und zwar packe ich dafür... ja. Das war jetzt schon mal eine gute Idee. Dann... Nein, hau ab jetzt hier. So. Wo bin ich jetzt hergekommen, Leute? Da hinten. Leute? Typ. Zuschauer. Bei Zuschauer kann man ja Mehrzahl und Einzahl meinen. Also falls ihr doch mehrere seid, dann Zuschauer und falls du nur einer bist, Zuschauer. Ich weiß auch nicht, warum in der Farbenwelt überall Schnee oder dieses Eisblock-Dingens ist. Hier hinten ist wieder Eis. Ich weiß nicht warum, unter der Erde. Ja, bei Mistcraft kannst du, ist eh alles durch. Ja, mitten so in der Höhle, neben Lava oder so direkt. Ich hatte auch schon was, da hat der Snow quasi die Lava aufgehalten. Vom Fließen abgehalten. So, da bin ich hergekommen, genau. Wow. Hätte aber auch jetzt ins Auge gehen können, ey. Das war's schon, siehst du, ganz schnell mal eben 13 Dias gefarmt. Ich mag die Farmwelt, Martin, das ist richtig geil. Wenn wir da eine Query platzieren, ne, dann haben wir auf jeden Fall ausgesorgt. Mache ich bald sogar. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht mal 5 Minuten auf Dia-Höhe gefarmt. Hab direkt welche gefunden. So, und der Weg nach oben ist auch wieder ganz einfach und zack. Jetzt war schon wieder in der Overworld. What? World. Mit Doppel-T. Achso. Wusste ich fast nicht. Siehst du? Was ich jetzt gesagt habe. Mhm. Ich hatte hier schon wieder Action, wo du weg warst. Ich wollte pennen gehen und das ging nicht, weil ich hier überall Monster hatte. So, jetzt können wir auch mal das hier gleich hier reinpacken wieder. Zum Kompressen später. So. Aber muss ich die Rezepte wieder neu reingeben. Okay, wozu brauchte ich jetzt die Dias? Zum Pressen, genau. Das waren zwei Stück erstmal. Wie? Ich habe keine bekommen. Das hier kann weg. Huch. Alter, ich raste aus, ne? Ich bin irgendwie total behindert heute. Ja. Ich muss nochmal ein Cobblestone. Das ist ja der Wow, Alter. Ja, eigentlich ist ja jeden Tag, ne? Eigentlich ja immer. Da. Wo war ich denn jetzt überhaupt? Was wollte ich jetzt? Ach ja, den M8-Drive wollte ich machen. Jetzt brauche ich Engineering-Prozessor. Das heißt, ich brauche 2 Silikon, 2 Redstone, 2 Dias. 2 Dias habe ich. 2 Redstone. Und Silikon kriegen wir mit Sand. Ich mache gleich ein paar mehr jetzt diesmal. Brauchen wir jetzt doch öfter mal. Habe ich hier schon mal von meinem Reflexetest erzählt? Nee, für was? Ich habe früher, wo ich mit Tischtennis angefangen hat, hat mir mein Trainer gesagt, ich soll mal so einen Reflexetest machen, ne? Mhm. Irgendwie, ja, gemacht. Und jetzt nach, also so vor einem Monat oder so war das, habe ich ihn nochmal gemacht. Ich bin irgendwie 30% schneller geworden. Lol. Das ist voll geil, Alter. Weißt du, woran das liegt? Hm? Am Zocken. Nee, ist wirklich so. Bestimmt nicht am Tischtennis spielen. Nee. Das kann nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja Sport. Ist ja wirklich so, durch Zocken kannst du deine Reflexe und deine Hand-Augen-Koordination extrem verbessern. Ja, normal, Alter. Also wenn eure Eltern sagen, das ist nicht gut für euch, dann sagt ihr, hä? Stimmt gar nicht, Fotze. Jo, genauso. Engineering Press, gut. Gut, gut. Das ist gut, Martin. Wusste ich nicht. Ich bin total behindert, ich habe noch gar nicht so ein Ding gemacht, Alter, womit man das pressen kann. Wie heißt denn das? Puh, keine Ahnung, Alter. Boah. Presse. Ja, bestimmt. Das heißt, ziemlich genau... Inscriber. Press.
Ja, stimmt, oh, das ist eine scheiß Maschine. Oh, zwei Sticky Pistons, Alter.